In den nächsten Minuten zeige ich Ihnen, wie aus dem digitalen Zwilling einfach und schnell qualitativ hochwertige Daten für das Weidmüller Processing Center exportiert werden können. Ausgangssituation ist unser Demo-Projekt. In diesem Projekt sind die Drähte bereits aufgelegt, das heißt Quelle und Ziel sowie Farbe und Querschnitt sind definiert. Im Projekt existiert neben dem Stromlaufplan auch ein 3D-Aufbau und die Drähte sind bereits geroutet. In diesem Fall hat E3 für Sie automatisch die Drahtlänge sowie die Ader-Endbehandlungen ermittelt. Der WPC-Export funktioniert, egal ob nur ein Stromlaufplan oder nur ein Schaltschrankaufbau oder beides existiert. Zu Test- und Demozwecken haben wir im Projekt ein paar Verbindungen definiert, welche vom WPC nicht ohne Anpassung produziert werden können. E3 erkennt diese und listet alle Warnungen im Ausgabefenster auf. Es werden zum Beispiel alle Drähte gelistet, die keine Länge haben und/oder bei denen der Aderquerschnitt außerhalb der zulässigen Werte ist. Des Weiteren, wenn nicht verfügbare Aderfarben definiert sind. Im WPC-Tool können Grundeinstellungen vorgenommen werden, welche dann für den Import relevant sind. In unserem Beispiel haben wir den verschiedenen Aderquerschnitten die jeweiligen Markierertypen zugeordnet, sowie die Bearbeitungsreihenfolge. Des Weiteren, aus welchen Merkmalen sich der Beschriftungstext zusammensetzen soll und zu guter Letzt, welche Spalten in welcher Reihenfolge angezeigt werden sollen. Nun kommen wir zum Import. Dazu klicken wir auf das Icon E3 und öffnen die zuvor exportierte WPC-Datei. Wir sehen, alle Drähte, welche zuvor exportiert wurden, sind in das WPC übernommen worden. Sämtliche Eigenschaften wurden vollständig und richtig übertragen. Am Beispiel eines exemplarischen Drahtes sehen wir die Eigenschaften. Drahtlänge, die Quell- und Zielbeschriftung, den Markierertyp, die beiden Ader-Endbehandlungen sowie Farbe und Querschnitt des Drahtes. Dieser Datensatz kann nun an das WPC übertragen werden.